So, ihr solltet jetzt schon mal die erste Slide sehen. Ja, also wir sind die Pincor GmbH mit Sitz in Salzburg in Österreich, gegründet im Jahr 2010. Also seit mittlerweile 10 Jahren entwickeln wir diese Plattform, die wir Pincor-Plattform nennen, haben da auch schon verschiedene Awards gewonnen, sind da drinnen bei den Analysten wie Gartner und Forrester, haben da super Reviews auch auf diversen Plattformen von unseren Benutzern, also da gerne mal reinschauen. Und haben es mittlerweile geschafft, in den letzten 10 Jahren da verschiedenste Unternehmen für Pincor zu begeistern. Das sind Unternehmen aus verschiedensten Branchen, aus unterschiedlichen Firmengrößen. Da sind sowohl sehr große Unternehmen dabei, mittelgroße, kleinere Unternehmen und ja, Branchen sind ganz unterschiedlich. Das sind Hersteller genauso wie Händler, das sind Großhändler, das sind Automotive-Konzerne. Also man sieht es hier eben bunt gemischt eigentlich. Durch die Flexibilität von Pincor auch möglich, dass man hier wirklich ganz branchenneutral die verschiedenste ja, Industrienlösungen damit erstellen kann. Und da kommt jetzt ein kleines Video. Also aktuell haben wir 100.000 Firmen, die Pincor bereits benutzen, in 56 Ländern. Vertreten sind wir mit 130 Partneragenturen, also Lösungspartnern. Über 300 Developer entwickeln gemeinsam Pincor als Open Source Produkt. Und ja, diverse Branchen, verschiedenste Branchen, B2B, B2C, ganz gemischt. 150 Millionen Webseiten insgesamt werden in Pincor verwaltet aktuell, 700 Millionen Dateien, also Videos, Bilder und so weiter und über 3,6 Milliarden Objekte, also Produktdaten, Masterdaten, Kundendaten und über 10 Milliarden Beziehungen zwischen diesen Datensätzen werden da verwaltet. Also schon einiges, was zusammengekommen ist. Dafür, dass Pincor eigentlich mittlerweile immer noch, würde man sagen, relativ unbekannt ist, ist das schon einiges, was wir da so aufzuweisen haben. Und unser Claim, ohne Digital World, unterstreiche das Ganze, ohne Digital World, das haben wir aus dem Grund, sage ich mal, kreiert, diesen Slogan, weil wir sagen, wir möchten es mit Pincor ermöglichen, Unternehmen ermöglichen, dass sie sich ihre eigene digitale Welt erschaffen und dass sie das selbst weiterentwickeln können und dass sie hier quasi ein Produkt, ein Framework haben, dass sie an ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigene Digitalisierungsstrategie anpassen können und weiterentwickeln können in der Hinsicht, wie es für die jeweilige Strategie Sinn macht. Das haben wir gemacht. Also, oder warum wurde Pincor ursprünglich gegründet? Pincor wurde von einer Agentur gegründet und diese Agentur, die hat den Ursprung im Jahr 2002. Die Firma, das ist die Agentur Elements in Salzburg in Österreich. Und die haben 2002 eine Digitalagentur gegründet, haben angefangen, ja, Webseiten umzusetzen, kleinere Online-Shops umzusetzen und haben immer das Ziel gehabt, mit dieser Agentur Unternehmen dabei zu helfen, eine einheitliche und eine ja, nahtlose digitale Experience zu schaffen. Also nicht jetzt irgendwie Landingpage X, Portal Y, Shop Z zu machen, die dann alle irgendwie ganz unterschiedlich aussehen und funktionieren und wo man dann immer Sprünge hat und Brüche hat in der Experience, sondern hier quasi einheitlich eine Experience zu schaffen, damit es für den Kunden einfach ansprechend ist und damit er überall einheitliche Informationen sieht und damit das einfach, ja, damit es da keine Brüche gibt. Und die Unternehmen, die ja sind herangetreten an diese Agentur und haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt eine neue Webseite oder wir haben ein neues Markenkonzept, wir wollen einen Relaunch machen. Oder wir wollen eben irgendein Projekt machen. Und eins, an dem es dann schon damals schon mal gekrankt hat, oft, war das ganze Thema, dass gerade bei ja, mittelgroßen bis größeren Unternehmen, die viele verschiedene Produkte haben, die viele verschiedene Dateien haben, vielleicht auch diverse Bedienungsanleitungen, ja, Videos, Bilder und so weiter, dass diese Unternehmen das Problem hatten, dass das alles verstreut war, dass das alle irgendwie in Excel-Dateien dahergekommen ist oder irgendwie in InDesign-Dateien drin gelegen ist. Das heißt, wenn die mal überhaupt eine neue Webseite machen mussten und irgendwie ein CMS vielleicht da ausgewählt wurde, sich entschieden wurde oder eben ein Shop gemacht wurde und ein Commerce-System ausgewählt werden musste, hatten die zuerst mal das Problem, dass die ein Datenmanagement-Tool eigentlich auch gebraucht haben. Das heißt, man musste eigentlich, um so ein Projekt sinnvoll anzugehen, nicht einfach nur ein CMS aufsetzen und das Ganze dann quasi da drinnen ja, irgendwie konfigurieren, sondern man musste eigentlich im ersten Schritt mal sagen, okay, wir lösen zuerst mal mit euch gemeinsam diese Datenherausforderungen. Wir helfen euch mal, dieses Datenchaos zu beseitigen, die Daten irgendwie eine Struktur zu bekommen, in Ordnung zu bekommen. Und das betrifft sowohl die Produktdaten, also die strukturierten Daten, als auch die ganzen Dateien, Mediendaten, Thema Digital Asset Management. Und dann wird das Ganze natürlich jetzt nicht ein reines eben Webseitenprojekt, sondern dann wird das Ganze schon mal, sage ich mal, ein Projekt,
das natürlich ein bisschen größer ist, wo man zuerst mal sagt, okay, Produktdatenmanagement, Digital Asset Management und CMS. Und dann hat man hier mal gleich drei Bereiche. Und in der Vergangenheit war es auch so bei dieser Agentur, drei verschiedene Produkte. Weil man musste hier quasi ein Produkt auswählen für die Produktdaten, für die Verwaltung, man musste ein Produkt auswählen für die Asset-Verwaltung und man musste ein Produkt auswählen für die Webseitenverwaltung. Und wenn dann Shop dazu kam, natürlich auch noch ein Commerce-System. Das heißt, da gibt es verschiedenste Anbieter und die Agentur, die waren da so, sage ich mal, auch vom Vorgehen her so, dass die gesagt haben, wir machen da hier eine Systemauswahl, entweder selbstständig oder gemeinsam mit einem Berater und suchen uns hier jeweils einfach ein Produkt aus. Oder der Kunde kommt schon zur Agentur und sagt, okay, ich möchte eigentlich mit diesem Hersteller arbeiten, weil ich habe gehört, das ist gut oder irgendwer hat mir das gesagt. Zusätzlich zu diesen verschiedenen Anbietern, Produkten gibt es natürlich immer noch die, oder gab es und gibt es natürlich immer die Corporate IT, also da gibt es schon in der Regel immer ein ERP-System oder CRM oder BI-System, die natürlich schon vorhanden sind. Und was dann hier gemacht wurde oder was diese Agentur gemacht hat, ist, dass sie hier Systeme ausgewählt haben, dass sie sich hier für einen gewissen Anbieter immer entschieden haben, also zum Beispiel für ein gewisses PIM-System, für ein gewisses DAM-System, für ein CMS-System und dann vielleicht noch ein Commerce-System. Und dann ging es los, im Grunde im Großteil des Projektes diese Systeme zu verbinden, also hier Schnittstellen zu schaffen, weil natürlich muss ja jedes dieser Systeme miteinander sprechen. Also ich muss ja eine Verbindung haben vom PIM zum ERP, ich muss eine Verbindung haben vom PIM zum Shop und natürlich vom DAM zum CMS und vice versa, also verschiedenste Interfaces, verschiedenste Schnittstellen. Und dann habe ich natürlich hinten raus noch verschiedene weitere Systeme, wie jetzt zum Beispiel ein PLM-System beim PIM oder zum Beispiel beim Commerce eine Product Search oder beim CMS eine Personalisierungsanbieter oder einen EP-Testing-Anbieter. Also da gibt es dann natürlich noch einen Rattenschwanz hinten dran. Und ja, was haben die gesehen, wenn sie die Projekte so umgesetzt haben? Und das ist ja heutzutage immer noch so, dass viele Agenturen Projekte so umsetzen. Wir haben gesehen, das Ganze ist langsam, also das dauert alles lange, weil natürlich hier verschiedene Systeme ausgewählt müssen, implementiert werden müssen. Das heißt, das kann ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Das Ganze ist oder führt zu einer komplexen Systemarchitektur. Also besonders die CTOs sind da oft ein bisschen auch vorsichtig und sagen, ja, was holen wir uns da eigentlich ins Haus? Verschiedenste Technologien, sehr viel Koordination. Oft ist es ja so, dass man da nicht eine Agentur braucht, sondern mehrere Agenturen braucht, die eben hier diese Sachen machen, weil vielleicht eine Agentur in diesem speziellen PIM oder DAM-System gar nicht die Expertise hat. Die Schnittstellen, die fehleranfällig waren, das heißt, das Problem, dass hier oft verschiedene Technologien, also es waren zum Beispiel ein PIM-System auf Java-Technologie, ein CMS-System auf PHP und dann vielleicht das Commerce-System auf .NET, wo auch mittlerweile ist es schon besser geworden, muss man zugeben, aber gerade damals, vor 10 Jahren, war das doch so, dass da die Schnittstellen regelmäßig dann noch irgendwie gecrashed sind, dass ein Update kam und dann ging es plötzlich nicht mehr und dass hier einfach dann ja der Kunde angerufen hat, wenn ich quasi das CMS updated habe, dann ging eigentlich plötzlich gar nichts mehr und dann war das Ganze zerstört. Ja, langsamer Austausch von Daten. Natürlich geht das nur jetzt zum Beispiel, indem man da regelmäßig Imports oder Exports macht, also so richtig Real-Time funktioniert das meistens nicht. Und schlechte Customer Experience im Sinne von dem, dass man hier ja oft Medienbrüche hatte, oft Daten dann doch nicht irgendwie einheitlich waren. Und besonders im Bereich CMS und Commerce ist es auch mittlerweile schon besser geworden, aber natürlich hier es oft problematisch ist, wenn ich eben auf der einen Seite die Webseite habe, mit irgendwelchen Informationen, auf der anderen Seite den Shop und dann muss ich immer hin und her springen, das kennt man eh. Und ein weiteres Resultat auch IT-Kostenthema. Natürlich muss man dann für die verschiedenen Systeme da irgendwie individuell dann eine Lösung aufsetzen, Lizenzkosten zahlen und das Ganze natürlich auch erwarten. Das heißt auch der laufende Betrieb, die Wartung, die Updates, das ist alles teuer und verursacht hohe IT-Kosten. Und das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille, auf Kundenseite verschiedenste Probleme. Natürlich auf Seiten der Agentur sind es auch diverse Probleme. Seiten der Agentur, ich muss natürlich das ganze Thema machen, der Human Resources. Also ich brauche natürlich für jedes dieser Produkte, brauche ich irgendwie Developer, die sich auskennen. Und dann habe ich vielleicht nur einen Developer, der sich jetzt im DAM-System XY auskennt. Der kündigt dann vielleicht und dann ist das ganze Knowledge weg. Das ist auch seitens der Agentur natürlich ein Risiko. Je breiter ich mich aufstelle, je mehr Produkte ich hier anbiete, desto riskanter auch und desto schwieriger auch das ganze Thema, dieses Wissen zu behalten und hier natürlich am Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Ja, was haben die damit entschieden? Die haben gesagt, okay, diese Projekte, die wir immer neu machen, wir könnten das eigentlich viel einfacher machen und wir suchen uns jetzt ein System, das diese verschiedenen Themen, PIM, DAM, CMS und E-Commerce, aus einer Plattform schon anbietet. Dann haben sie gemacht, okay,
haben sie sich angesehen, Tools von IBM, Tools von Adobe, Tools von verschiedenen Anbietern und haben gesehen, okay, es gibt schon so Systeme, so ähnliche Systeme, die sind aber extrem teuer, also haben wirklich über 100.000 Euro pro Jahr Lizenzkosten, also richtig, richtig teuer. Und können eigentlich dann aber auch wieder nicht so viel oder eigentlich nicht genau das, was sie eigentlich gesucht haben. Und dann haben sie sich gesagt, okay, bauen wir das selbst. Und das ist so der Grund oder das war die Gründungsgeschichte von PINCO. Also so wurde dann PINCO 2010 in der ersten Version released als System, eben dass diese vier Dinge, also das Thema des Produktdatenmanagements, das Thema des Digital Asset Managements, das Thema des CMS und das Thema des E-Commerce in einer Plattform zusammenbringt. Und man hier einfach als Agentur spannendere Projekte machen kann, größere Projekte machen kann, den Kunden wirklich ganzheitlich beraten kann und eine ganzheitliche Lösung anbieten kann und da nicht verschiedene Technologien kombinieren muss, sondern das Ganze quasi mit einer einzigen Plattform, mit einer Technologie machen kann. Das ist so der Hintergedanke. Und ja, also das quasi vorneweg. Was kann ich jetzt machen mit der PINCO-Plattform? Ich kann mit der PINCO-Plattform grob mal diese drei Bereiche abdecken. Ich kann beliebige Daten verwalten, also sowohl, fangen wir vielleicht gleich mal an, sowohl jetzt strukturierte Daten, also zum Beispiel Produktdaten, die ein gewisses Datenmodell haben, als auch zum Beispiel Kundendaten. Das Ganze läuft bei uns unter dem Begriff Master Data Management. Das ist jede Art von Daten, die ich in ein Datenmodell geben kann, wo ich sagen kann, das hat dieses Datenmodell, kann ich in PINCO anlegen und kann das in PINCO verwalten. Und zusätzlich kann ich auch beliebige Arten von sogenannten Binärdaten verwalten, also jede Art von Datei. Das nennen wir Digital Assets und das sind zum Beispiel ja, Videos, PDF-Dokumente, über 200 Dateiformate, die das System dann auch als Vorschau generieren kann und wo es verschiedenste Ausleitungen machen kann und so weiter. Also beliebige Daten zentralisiert verwalten. Der zweite Bereich ist, ich kann digitale Experiences verwalten. Also ich kann für verschiedene Kanäle auch meine Experience schon in PINCO erstellen. Was ihr aktuell schon macht, ist zum Beispiel ein Web-Experience, also ich kann PINCO als CMS verwenden und kann dann meine verschiedensten Webseiten befüllen. Ich habe in PINCO auch drinnen zum Beispiel eine Print-Funktion, eine Web-Print-Funktion. Also ich kann auch in PINCO direkt schon, ähnlich wie ich eine CMS-Seite aufsetze, kann ich auch Katalogseiten quasi layoutieren und kann mir dann direkt ein PDF rausrendern, schon in den richtigen ZMYK-Farben und kann dann direkt den Katalog ausdrucken. Das verwenden Unternehmen für, also statt InDesign verwenden die das quasi für die Erstellung von tausendseitigen Katalogen und mehr. Ich kann natürlich direkt auch Experiences für ein POS ausleiten oder erstellen oder für eine Mobile App zum Beispiel. Also da gibt es bezüglich der Kanäle keine Grenzen. Ich kann PINCO also auch als so ein Headless-System einsetzen. Und ich habe den ganzen Bereich des E-Commerce drin. Also ich habe einen E-Commerce-Framework in PINCO, wo ich sowohl für B2B als auch B2C Shops machen kann oder ja, beliebige Buchungsapplikationen, zum Beispiel ganz verschiedene Commerce-bezogene Applikationen. Da haben wir diverse Beispiele, was Unternehmen damit machen. Und der letzte Punkt natürlich, ich will das Ganze ja nicht losgelöst haben. Ich will ja, dass das Ganze interagieren kann mit meinen verschiedenen Kanälen, wo ich dann den Kunden anspreche, dass das die, diese Daten an beliebige Kanäle ausspielen oder liefern. Primär erfolgt das Ganze über die PINCO API, also über die Schnittstellen von PINCO. Mit diesen Schnittstellen habe ich quasi auf die ganzen Daten Zugriff, sowohl jetzt um Daten ins System reinzubekommen, als auch die wieder rauszubekommen. Hier wiederum eben das Stichwort Headless. Also mit dem PINCO Data Hub kann ich mir auch direkt schon sogenannte Exportformate in verschiedensten Standards, in verschiedensten XML- oder JSON-Dateien oder was auch immer ich dann brauche, konfigurieren. Also Endpunkte konfigurieren für die API und diese Daten dann mir hier vom PINCO quasi abholen oder eben, wie gesagt, Daten reinspielen. Und zusätzlich habe ich auch noch zwei fertige, also fixfertige Ausgabekanäle in PINCO enthalten. Der eine Ausgabekanal sind die sogenannten Experience-Portale. Da kann ich jetzt sowohl für meine Produktdaten als auch für meine digitalen Assets direkt schon Portale einrichten, wo ich zum Beispiel jetzt eine andere Abteilung oder zum Beispiel eine Presseagentur oder Partnerunternehmen, anderen Subunternehmen vielleicht in der schönen, aufgeräumten Oberfläche hier Zugriff geben kann, wo die direkt schon in einem Warenkorb zum Beispiel sich verschiedene Daten zusammenstellen können, also vielleicht Daten zum Produkt XX und Abbildungen zu Produkt Y, das können sie sich quasi zusammenstellen. Ich kann auch so Sharing-Links erstellen, wo ich dann quasi auf diese Daten Zugriff gebe für eine gewisse Zeit und mit diesen Experience-Portalen, da kann ich da diverse Sachen aufsetzen und das eben sehr viel schneller aufsetzen, als wenn ich jetzt eine komplette
so eine neue Entwicklung der Webseite mache, sondern hat einfach schon sehr viel fixfertig drinnen und kann da schnell eben so ein Portal einrichten. Und der zweite Channel, das ist die sogenannte Produktdatensyndizierung. Da kann ich mit PIMCO direkt wiederum über eine Standardschnittstelle zu einem Technologiepartner von uns aktuell über 2000 verschiedene Marketingkanäle mit Daten beliefern. Das sind Kanäle wie zum Beispiel Google Shopping Ads oder Amazon zum Beispiel, Instagram Shopping und noch viele mehr, die ich da direkt eben versorgen kann. Ja, was ist bei der PIMCO-Plattform da alles so drinnen? Also es ist eigentlich nur ein anderer Blick auf das, was ich gerade erzählt habe. Das sind jetzt diese verschiedenen Applikationen, Arten von Funktionalitäten, von dedizierten Lösungen, die ich jetzt in der Plattform hier abrufen kann. Also das sind jetzt keine verschiedenen Produkte, das ist alles eben die PIMCO-Plattform und das sind einfach verschiedene Lösungen, könnte man sagen, die man mit PIMCO erstellen kann. Die Grundfunktionalitäten, sind, auf die ich zurückgreife, sind eigentlich immer die gleichen, die zeige ich dann in der Demo auch gleich her. Und dann habe ich hier eben noch verschiedene Kernfunktionen, die ich auch in der Demo dann am besten herzeige, würde ich sagen. Wie gesagt, diese Portale, die Integration, die Syndizierung und dann die Möglichkeit, diese Daten dann eben in verschiedensten Formaten zu beziehen, mit dem Ziel, einheitliche Customer Experience auf den verschiedenen Touchpoints. Hier noch ein paar Vorteile von PIMCO. Also ein Riesenvorteil oder auch Differenzierung im Vergleich zum Mitbewerb. Ein Riesenthema ist sicher das Thema der Open Source Technologie. PIMCO kommt ja mittlerweile in zwei Versionen. Also PIMCO, es gibt einmal die Open Source Community Edition und einmal die Enterprise Subscription. Das ganze Produkt basiert 100% auf dem sogenannten Symfony Framework. Das ist das führende PHP-Entwicklungsframework und somit habe ich auch eine Technologie unter der Hood, die auf sehr vielen Standards basiert, die in der ganzen Branche weit bekannt ist, also wo ich auch einfach Softwareentwickler finde, die damit arbeiten können. Ich habe eine komplett transparente Roadmap, also bei uns findet das alles auf GitHub statt, das ist diese Plattform, wo man alles eigentlich sehen kann, was an Vorschlägen kommt, wo auch jeder selbst Vorschläge liefern kann und wo auch wirklich unsere Partner zum Beispiel aktiv Beiträge liefern, um das Produkt offen zu verbessern. Genau, also wir haben da eine globale Community, die das gemeinsam entwickelt. Das bringt uns die Vorteile, dass wir sehr schnell Innovationen ins Produkt reinbekommen. Also es gibt da fast alle paar Tage wieder mal ein neues Release und die ganze Entwicklung erfolgt dezentralisiert. Also wir haben da jetzt nicht ein Produkt, eben das sehr, sage ich mal, auf einen gewissen Use Case zugeschneidert ist, sondern dadurch, dass wir natürlich Partner haben in den USA, in Asien, in ganz verschiedenen Ländern, ist das Ganze auch, sage ich mal, von dem, wie es quasi funktioniert, sehr offen und sehr kompatibel mit ganz verschiedenen Anforderungen, die eben unsere Partner auf der ganzen Welt da haben. Und die ja, liefern da immer wieder super Input. Wir steuern und überwachen das zentral. Das zweite Thema ist die Systemarchitektur. Also mit PIMCO ist es eben nicht so, wie es bei diversen anderen Systemen ist, dass ich einfach nur eine API habe, wo ich Daten eben abholen kann und wieder was reinspielen kann, sondern PIMCO ist wirklich API gesteuert. Das bedeutet, eine interne API wird also verwendet, um sämtliche Systemfunktionen auch zu kontrollieren. Also alles, was ich als Benutzer im System machen kann, kann ich auch genauso über die API steuern. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn ich jetzt wirklich ein Digitalisierungsprozessprojekt mache, wo ich vielleicht Prozesse automatisieren möchte, wo ich irgendwelche Sachen beschleunigen möchte, wo ich einem Unternehmen wirklich dabei helfen möchte, dass es eben nicht mehr so viel manuell machen muss, sondern Sachen da auch automatisieren kann. Der dritte Punkt ist, ich kann PIMCO extrem gut customizen. Also PIMCO ist in dem, was es quasi mitbringt, hat es sehr viele generische Funktionalitäten und diese generischen Funktionalitäten haben natürlich auf der einen Seite den Nachteil, dass ich sie customizen muss, also dass ich quasi kein Out-of-the-Box-Produkt habe, das ich gleich verwenden kann. Also ich brauche immer einen Developer, der mir das quasi initial neu konfiguriert. Aber haben den riesen Vorteil, dass es sich wirklich komplett anpasst oder komplett anpassen lässt an eine Digitalisierungsstrategie, die ich jetzt mit dem Kunden gemeinsam erarbeite oder die der Kunde hat. Und dass es sich wirklich perfekt in seine IT-Landschaft, die er bereits hat, in seine Applikationen integrieren lässt und da keine Brüche entstehen. Ein weiterer Vorteil ist das Thema der Total Cost of Ownership. Ich kann PIMCO mit den Funktionen der Community Edition, die jetzt keinerlei Einschränkungen darstellen, also im Sinne von sag ich mal, der Art und Weise, wie ich es verwende. Also ich kann mit der Community Edition auch für große Unternehmen wirklich riesige Lösungen machen. Der Großteil unserer Kunden ist aktuell also auch noch auf der Community Edition, weil diese Enterprise Subscription, die gibt es auch erst seit 26. November letzten Jahres, also seit gut mal 2 Monaten. Und ich kann mit dieser Community Edition also alles machen. Und optional gibt es dann auch diese Enterprise Subscription.
wo ich dann noch weitere Funktionen habe, die jetzt aber nicht irgendwie die Community Edition beschneiden, also wo ich dann irgendwas mir wegfallen würde, sondern die einfach noch die Community Edition sehr viel, ja, erweitern und dann noch zusätzliche coole Sachen bieten. Das heißt, ich kann mal anfangen zum Beispiel mit einer Lösung mit der Community Edition komplett ohne Lizenzkosten und kann dann langsam, wenn ich es brauche, wenn wirklich PIMCO auch für das Unternehmen wichtiger wird, auf diese Enterprise Subscription umsteigen und kriege da eben diverse Zusatzfunktionen, als auch Zugang zu Support, also Hersteller-Support für uns als Macher der Software noch obendrauf. Fünftes Thema: Intellectual Property und Vendor-Login. Wir sehen zum Beispiel gerade, dass viele Familienbetriebe PIMCO einsetzen, weil die jetzt nicht so eine Lösung haben wollen, wo dann von dem, was sie damit machen, nichts mehr ihnen gehört. Also wenn sie so eine, man kann ja zum Beispiel auch eine fertige SaaS-Lösung nehmen zum Beispiel, wo ich im Prinzip nur reingehe und das Ganze konfiguriere, wo ich nichts programmieren muss über PIMCO. Das ist aber eben oft bei Unternehmen einfach nicht gewünscht, weil die sagen, wir wollen unsere Intellectual Property, unsere Lösung, die wir erstellen, das Ganze, das wollen wir selbst auf unseren, wollen wir sogar selbst hosten auf unseren eigenen Servern und wollen hier nicht eben von dem Hersteller beschränkt werden und dann vielleicht von dem Hersteller irgendwie gezwungen werden, gewisse Updates zu machen. Bei PIMCO können also Unternehmen das sehr viel freier und unabhängiger entscheiden. Das ganze Intellectual Property gehört dem Unternehmen. Die können das eben in ihrer eigenen Infrastruktur hosten, auf dem eigenen Server, können das natürlich auch auf einer eigenen privaten Cloud hosten und sind aber jetzt nicht abhängig von dem Softwarehersteller, sondern das gehört im Prinzip alles ihnen, was sie da entwickeln. Und der sechste Punkt: PIMCO ist extrem developer-friendly. Das ist vielleicht für den Endkunden gar nicht so wichtig. Für manche schon, weil manche Endkunden zum Beispiel machen die Lösung mit der Agentur und übernehmen dann die Wartung, die Weiterentwicklung der Lösung selbst. Also für die ist natürlich gut zu wissen, dass ich eben, wenn ich einen Developer da einstelle, dass der wahrscheinlich sehr gerne damit arbeiten wird. Aber gerade für die Agentur natürlich ist es ein Riesenthema, weil das Hauptthema bei Agenturen, neben dem natürlich geile Projekte zu bekommen, ist sicher das Thema der Developer, also wirklich sehr gute Developer zu finden, Developer in der Agentur zu halten. Und wenn ich da ein Tool für die Developer habe, das denen Spaß macht, wo sie gerne damit arbeiten, dann werde ich da auch quasi bessere Projekte haben und bessere Ergebnisse haben und bessere Stimmung in der ganzen Unternehmen haben natürlich. Ja, das sind hier nochmal kurz zusammengefasst die zwei Editionen. Also es gibt diese kostenlose Version, Community Edition, Open Source Lizenz, kein Support, aber alle Kernfunktionen, auch kein Langzeit-Support und keine sogenannten Enterprise Extensions, die eben getrennt erhältlich sind. Und bei der Enterprise Subscription habe ich dann eben eine kommerzielle Lizenz und habe hier Zugriff auf Hersteller-Support, auf Service-Level-Agreements, auf Long-Term-Support und auf diese Enterprise-Funktionalitäten. Ja, Testimonials haben wir auch noch, Analysten. Genau, es gibt auch diverse Analysten, eben, die man da kontaktieren kann. Also bei Gartner gibt es verschiedene Analysten, die eben jeweils Bereiche abdecken. Zum Beispiel im Bereich PIM gibt es diese vier Analysten, die kennen zum Beispiel alle PIM-Produkte am Markt und kennen auch PIM quasi, also können da ganz gut auch vergleichen und wissen quasi, wie PIM abschneidet im Vergleich zur Konkurrenz. Das Gleiche haben wir auch im Bereich E-Commerce, im Bereich CMS, DXP und im Bereich Digital Asset Management und Customer Data Platform. Vielleicht noch kurz die Architektur, also die Architektur oder die Applikation, das ist komplett PHP-basiert und ja, setzt verschiedene Technologien ein, wie Elasticsearch, Redis, Vanish. Das ist alles eigentlich sehr bekannt am Markt und das macht es auch sehr schnell, da auch loszulegen. So, jetzt sind wir hier in der Plattform drinnen und da drinnen sehen wir, ja, ist schon mal die Oberfläche, sehen da die verschiedenen Funktionen, also sehen hier oben auf der linken Seite gibt es ja Funktionen, um schnell Dateien zu öffnen, um im System was zu suchen, ja, verschiedene Besetzungen zu warten, Papierkorb-Erweiterungen anzusehen, Reports anzusehen, verschiedene Funktionen für die Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel im Bereich CMS. Und hier zum Beispiel ja, Einstellungen jetzt für die Benutzerrechte, für die ja, Konfigurationen verschiedenster Art. Hier zum Beispiel dann, wenn ich das E-Commerce-Modul nutze, auch die verschiedenen Preisregeln, also die Gutscheinlogiken, die Bestellungen, die reingekommen sind. Und wenn ich das Customer Data Platform nutze, auch hier meine ganzen Kunden mit Kundenduplikat-Service und Automatisierungsregeln, also Marketing-Automatisierung. Und dann natürlich auch die Suche, wo ich einfach im System schauen kann, weiß ich, wo Dateien liegen und die schnell finden kann. Und hier in der Mitte haben wir unsere Datenobjekte, unsere Assets und unsere Dokumente. Datenobjekte, das ist alles, was eine Struktur hat, wo ich dann sowohl hier auf Einzeldatensatzebene, also machen wir mal so ein Produkt auf zum Beispiel, sowohl auf Einzeldatensatzebene quasi hier Dateien bearbeiten kann, also hier meine Produktdaten zum Beispiel bearbeiten kann,
Das Ganze kann ich alles sehr komfortabel machen mit Drag and Drop. Also ich kann hier immer im System immer mit Drag and Drop arbeiten, kann da ganz, ganz wirklich Sachen hin und her ziehen und kann da quasi meine Daten anreichern. Und das kann ich jetzt sowohl auf ja, Einzeldatensatzebene machen, also hier, dass ich mit so einem einzelnen Record arbeiten, mit dem einzelnen Produkt und das quasi anreichern, speichern, wenn ich fertig bin, als auch für mehrere Datensätze auf einmal. Also ich habe auch, kann auch einen Ordner aufmachen und kann bei diesem Ordner dann quasi gleich mehrere Datensätze verändern. Kann ja zum Beispiel sagen, okay, ich ändere hier zum Beispiel mal von diesem Produkt quasi die Farbe oder wähle mir hier zum Beispiel mehrere Datensätze aus. Die vier zum Beispiel und sage, okay, ich mache jetzt zum Beispiel ein Batch-Editing, also mache hier eine Massendatenbearbeitung, wo ich entweder ja, die verändern kann oder Sachen hinzufügen kann und so weiter. Ja, also diese Massendatenansicht, da verwalten Unternehmen bis zu aktuell, das meiste und bekannt ist, 20 Millionen Produkte. Wir haben viele, die da wirklich Hunderttausende Produkte verwalten, also auch sehr skalierbar. Da haben wir jetzt gerade mal eine Demo 282 drin. Und ja, skaliert sehr gut, kann man wirklich für größere Projekte auch einsetzen. Also ich kann da drin auch filtern, ich kann mir diese ganze Ansicht auch verändern, also kann sagen, was möchte ich da eigentlich genau anzeigen und ja, kann das quasi beliebig konfigurieren, kann die Daten da auch exportieren, importieren als CSV, Excel-File und genau, kann hier also sowohl in dieser Spaltenansicht als auch in der Einzeldatenansicht da arbeiten. Ja, von den Datenobjekten, wie gesagt, das sind jetzt Datenobjekte, heißt, die haben ein gewisses Datenmodell, die können ganz unterschiedlich aussehen. Also in dem Fall habe ich eben hier mein Car, also mein Auto in dem Fall. Ja, die können dann unterschiedlich aussehen. Also wir haben da zum Beispiel auch, in dem Fall haben wir zum Beispiel auch Kundendaten drinnen, wo jetzt hier die Customer Data Plattform zum Einsatz kommt. Das ist wiederum auch ein Datenobjekt. Und dieses Datenobjekt hat halt hier eben ein anderes Datenmodell, das sehen wir hier. Das Datenmodell sieht so aus. Und die Datenmodelle lassen sich auch grafisch konfigurieren. Also was Agenturen da gerne machen, zum Beispiel im Workshop, dass sie hier gleich mal sagen, okay, wie sehen eure Datenmodelle aus? Dann setzen die das zum Beispiel gleich mal hier auf. Dann haben die schon mal den ersten Schritt eigentlich hier absolviert. Und also welche Entitäten haben wir noch drinnen? Zum Beispiel haben wir auch drinnen die Events. Also da geht es in den CMS-Bereich, wo wir haben zum Beispiel ein Event, wo ich dann ja, Startzeit, Endzeit habe. Und man muss sich das so vorstellen, dass diese einzelnen Elemente hier, also diese Textfelder, die lassen sich eben komplett frei konfigurieren und zusammenstellen. Und auch das ganze Layout, also ob ich da eben einen Tab habe noch, wo in einem Tab das drin ist, in einem anderen Tab das drin ist, das lässt sich alles frei konfigurieren, so wie es eben für das jeweilige Datenobjekt, in dem Fall Typ Event, Sinn macht. Und dann kann ich mit diesen verschiedenen Funktionen, also mit diesem Drag and Drop oder mit dieser Suche zum Beispiel, kann ich dann einfach Daten miteinander verknüpfen. Also das sind diese Relationen, wo ich sagen kann, okay, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und ich muss mir natürlich mal in den ersten Schritt überlegen für den Kunden, okay, welches Datenmodell braucht er? Und das wird dann ja in der Regel gemeinsam erarbeitet. Da habe ich zum Beispiel noch eine News, also einen Blogartikel zum Beispiel habe ich da. Oder wenn es in den Bereich E-Commerce geht, kann ich auch in den Datenobjekten zum Beispiel drinnen haben, eine Bestellung. Also eine Bestellung zum Beispiel im Shop ist dann auch wiederum ein Datenobjekt und die liegt dann da drinnen. Und das ist dann einfach die Bestellung im Sinne von der Online-Shop-Order. Hier sieht man es, glaube ich, auch noch mit einem anderen Interface. So, der dann ein bisschen, sieht dann so aus und das ist dann einfach mein Online-Shop-Order-Item. Das ist ganz unterschiedliche strukturierte Daten, können hier angelegt werden, können verwaltet werden, sowohl einzeln als auch mehrfach. Und was auch noch cool ist, dass ich hier auf diese ganzen Daten eben die API habe, also auch jedes einzelne dieser Felder, alles, was ich hier sehe, kann ich auch über die API dann direkt ansprechen. Beispiel zum Beispiel ERP-Import, ERP-Export. Das mache ich wahrscheinlich über die API und dann kommen hier zum Beispiel gewisse Daten rein über das ERP und werden dann hier, sind dann zum Beispiel nicht mehr bearbeitbar hier und werden dann wieder raus exportiert. Sind eigentlich nur ein Durchläufer zum Beispiel, nur ein Durchlaufposten. Das Ganze kann ich auch verknüpfen mit Workflows, also ich kann auch hier Workflows aufsetzen, wo ich sage zum Beispiel, ich habe jetzt hier ein Produkt und dieses Produkt, genau, das kommt hier rein ins System und mein Workflow zum Beispiel sieht so aus, dass ich hier verschiedene Phasen habe. Und ich sehe jetzt hier eben die verschiedenen Phasen, die ich habe. Ich habe dann die aktuelle Phase in Orange und dann habe ich eben hier meine anderen Phasen, die noch möglich sind. Und dann habe ich hier zwischendrin immer verschiedene Bedingungen und kann dann hier zwischen den Phasen entweder E-Mail-Benachrichtigungen ausschicken oder einfach im System auch direkt Benachrichtigungen, also auch ein Benachrichtigungscenter eingebaut und kann dann Bedingungen festlegen, quasi mit welcher Bedingung es von einem Schritt in den nächsten gehen darf. Zum Beispiel die Datenvollständigkeit oder ja, so also gewisse Regeln. Und wenn die erfüllt sind, kann ich zum Beispiel sagen, okay, start work, dann geht es eben in den nächsten Schritt. Und das habe ich jetzt nicht gezeigt.
Und ich kann hier auch dann sagen, das Interface zum Beispiel, also was ich hier sehe, welche Felder ich hier sehe, sieht zum Beispiel pro Workflow-Schritt anders aus. Das kann ich auch verknüpfen mit den Benutzerrechten, also dass gewisse Benutzer hier eine andere Ansicht haben und weniger Felder sehen oder gewisse Felder dann zum Beispiel nicht bearbeiten können. Was auch noch cool ist, ich habe eine komplette Versionierung und die Versionierung ist sehr granular. Also ich kann zum Beispiel versionieren und kann sagen, okay, Version A, Version B, sehe dann auf Feldebene, was verändert wurde, also hier in Rot hervorgehoben. Und kann das Ganze auch schedulen, also kann sagen, zu einem gewissen Zeitpunkt XX will ich eine gewisse Version zum Beispiel in dem Fall löschen oder veröffentlichen. Das habe ich quasi auch noch bei der Version dabei. Ja, der nächste Bereich der Daten sind dann die Assets, die Dateien. Und diese Dateien, wir werden hier angelegt in Ordner und Unterordner. Kann ich hier direkt mit Drag and Drop auch so verschieben. Also ich kann die zwei Dateien wählen zum Beispiel, kann hier in einen anderen Ordner verschieben. Und kann auf dem Desktop direkt hier was reinziehen. Also das lässt sich bedienen wie in einem Windows Explorer, sehr komfortabel. Und ja, ich sehe dann hier auch schon über die Vorschau quasi, was in welchem Ordner gerade drin liegt. Und kann da ganz verschiedene Arten von Dateien auch verwalten. In dem Fall zum Beispiel haben wir hier drin ein Video. Oder wir haben hier drin Dokumente. Also ein Excel-File zum Beispiel, ein PDF. Haben wir auch drin Bilder. Und ja, also das läuft hier auch alles sehr performant. Ich kann natürlich auch wiederum einen Ordner öffnen und habe hier quasi eine Ordnerübersicht mit den verschiedenen Daten, die drin liegen. Kann auch auf Ordnerebene quasi hier direkt schon eben Sachen runterladen oder wiederum die Daten bearbeiten. Das geht bei dem Assets genauso. Und ja, habe dann je nach Dateityp verschiedene Funktionen. Bei einem Bild zum Beispiel den Download in verschiedenen Größen. Kann auch Fokuspunkt setzen und sagen, okay. Natürlich, wenn das dann in einer gewissen Größe herausgerendert wird, möchte ich zum Beispiel in einem gewissen Bereich, dass er nicht geschnitten wird, dann setze ich einen Fokuspunkt. Ich kann das direkt bearbeiten im System, also habe ich direkt einen Editor drinnen, wo ich schon einfachere Sachen auch direkt machen kann hier, das Bild bearbeiten kann. Ich kann Metadaten auslesen, also alles, was vom Fotograf oder von der Kamera kommt, kann ich auslesen. Ich kann Metadaten auch hinzufügen, also ich kann hier gewisse Infos ergänzen und sagen, okay, ich möchte hier zum Beispiel eine Beschreibung oder eine Lizenz hinzufügen zu einem Bild oder zu einer Datei. Und ja, wiederum Visualisierung, Scheduling natürlich auch drin. Und das Ganze funktioniert dann eben auch mit verschiedenen Dateitypen. Also ich kann auch PDF, kann ich genauso da im System dann ansehen. Habe auch die Versionierung dafür. Office-Dateien, Videos abspielen natürlich und das, genau, wie gesagt, über 200 Dateiformate werden unterstützt und können dann hier verwaltet werden. Und der dritte Punkt ist dann der Bereich der Dokumente. Und Dokumente, das ist dann der ganze Bereich CMS, aber nicht nur CMS, weil ich kann hier eben nicht nur Webseiten verwalten, also hier Webseiten verwalten im Sinne von Inhalt eingeben, Texte eingeben und hier das quasi als CMS-System verwenden. Sondern ich kann da auch genauso zum Beispiel ja, einen Katalog zusammenstellen. Ich sage, okay, ich habe hier eine Katalogseite. ist dann in dem Fall okay, Vorschau. Und dann mache ich hier ein PDF und generiere mir eben einen Katalog zum Beispiel. Und habe dann hier so eine Ausgabe. Dann hier so eine Ausgabe geschaffen. Und ein weiteres Beispiel für ein Dokument zum Beispiel wäre auch ein E-Mail. Also zum Beispiel ein E-Mail, wo ich sage, okay, ich habe einen Newsletter zum Beispiel. Da kann ich auch genauso das Dokument verwalten und kann sagen, ich kann den hier bestücken mit meinen Inhalten und kann den befüllen. Natürlich jetzt nicht nur mit anderen Dokumenten, sondern genauso auch eben mit meinen Assets, mit meinen Bildern oder auch genauso zum Beispiel mit meinen objektbasierten Inhalten. Also ich kann zum Beispiel hier Objekt News einfügen, dann wird das auch direkt gerendert und ich kann das ganz komfortabel auch zum Beispiel so eine E-Mail bestücken. Funktioniert umgekehrt natürlich genauso auf der Webseite mit meinen Produkten und Produktteasern. Und ja, das Ganze lässt sich auch dann jetzt im CMS-Bereich, damit es noch ein bisschen spannender wird, auch personalisieren. Also ich kann da auch, naja, Webseite zum Beispiel, das wäre zum Beispiel meine Startseite, die so aussieht, kann ich natürlich auch dann für verschiedene Zielgruppen ganz unterschiedlich aussehen lassen. Also ich habe zum Beispiel hier verschiedene Personen. Die einen interessieren sich da eben für die Oldtimer eher so in Richtung Sportautos, die anderen eher für Luxusautos. Das sind dann verschiedene Kategorien und ich könnte dann sagen, basierend auf dem Verhalten, quasi wie sich die auf meiner Seite bewegen, verändere ich dann gewisse Inhalte, gewisse Teile meiner Seite. Und das kann ich ganz einfach machen im Pimcore.
indem ich hier reingehe in die Personalisierungs- und Targeting-Funktion, wo ich dann meine Gruppen und meine Regeln anlege. Also Regel zum Beispiel wäre dann hier, ich habe einen Luxusauto-Fan und ich sage, okay, wenn der also die Seite der Luxusautos geht und mindestens 10 Sekunden drauf ist und dann vielleicht noch aus irgendeine gewisse Sprache hat oder diverse andere Regeln, die ich einstellen kann, dann wird er eben dieser Gruppe zugewiesen. Und dann kann ich hier sagen, okay, personalisiere mir die Seite und zum Beispiel für den Luxusauto-Fan ändere ich dann gewisse Elemente. Zum Beispiel schreibe ich eine andere Headline rein und so sage ich, okay. Und tausche vielleicht diesen Teaser aus. Also das kann ich dann ganz individuell gestalten. Mit diesem Teaser vielleicht. Und ja, ändere hier gewisse Sachen. Und dann kann ich mit der, also das können wir mal ausprobieren, kann ich da zum Beispiel mit der Targeting-Toolbar dann auch sehen, was das System jetzt da hier erkennt. Jetzt sehe ich hier, okay, das hat mich jetzt schon erkannt als Besucher, hat erkannt, ich bin eben mindestens einmal drauf gewesen. Ist da scheinbar noch nicht auf der Luxusauto-Kategorie gewesen. Gehe jetzt auf die Luxusauto drauf. Okay, jetzt hat es mich schon als Luxus-Car-Fan quasi erkannt und hat mich dann eben geprofiled. Und dann gehe ich jetzt wieder zurück. Und dann hat das aber noch nicht funktioniert. Probieren wir es nochmal. So, muss ich wahrscheinlich 10 Sekunden draufbleiben. Und dann ja, verändert sich quasi die Startseite und ich sehe dann zum Beispiel hier auf der Startseite einen anderen Inhalt. Und das Ganze funktioniert jetzt nicht nur auf quasi auf Gruppenebene für mehrere Personen auf einmal, sondern das funktioniert auch auf Personenebene. Das ist das Thema der Customer Data Platform, wo ich dann auf Personenebene auch gewisse Aktivitäten loggen kann. Wie zum Beispiel sieht man hier zum Beispiel, welche Marken hat er zum Beispiel besucht oder welche Marken interessiert sich der oder ja, für welche Arten eben von Autos. Und dann auf Personenebene checken. Da bin ich hier dann im Customer Data Management, wo ich dann zum Beispiel einen gewissen Kunden habe. Und dann auf den Kunden gewisse Aktivitäten draufhängen habe. Ja, schauen wir jetzt mal einen anderen an vielleicht. So. Also das Customer Data Platform sortiert dann automatisch die Kunden zum Beispiel basierend nach Land und Postleitzahl, oder das kann man frei konfigurieren. Und dann habe ich hier zum Beispiel einen Kunden, hat gewisse Aktivitäten, wie zum Beispiel, dass sich der jetzt eingeloggt hat zu einer gewissen Zeit. Oder bei diesem Kunden, okay, wieder der Login. Oder bei diesem Kunden zum Beispiel, dass der was bestellt hat zu einer gewissen Uhrzeit und was der bestellt hat. Und basierend auf diesen Aktivitäten kann ich die dann, diese Kunden entweder mit gewissen ja, Aktionen oder mit gewissen E-Mails beschicken oder kann die auch in gewisse Segmente einteilen. Also kann hier direkt schon sagen, okay, wenn der jetzt zum Beispiel dreimal bestellt hat, dann wird er jetzt zum Beispiel zum, was haben wir hier, Customer-Typ zum Regular Customer. Da stelle ich hier einen meinen Custom Automation Rules, wo ich sage zum Beispiel, VIP-Customer, Trigger, Bestellung, Condition, mehr als 5 Bestellungen, Action, okay, wird zugewiesen zum VIP-Customer. Und dieses Segment kann ich dann wiederum benutzen, eben für die Personalisierung von gewissen Inhalten. Also auch ganz cool, bietet auch noch diverse weitere Möglichkeiten. Und ja, wird besonders dann eben gern eingesetzt, wenn man eben die Webseite sehr stark auch für verschiedene Zielgruppen anpassen möchte. Genau, also ich kann alle Daten in PIMCore, sowohl aus den Datenobjekten als auch aus den anderen Bereichen über die API ansprechen und kann damit, oder das ist auch der, sage ich mal, in der Regel der Fall, dass natürlich diese ganzen Sachen, die ich hier gezeigt habe, in der Regel nicht irgendwie losgelöst stehen, sondern dass die integriert sind. Also dass zum Beispiel, dass natürlich die Kundendatenplattform mit dem Point of Sale integriert ist und mit dem CM-System integriert ist, dass zum Beispiel eben die Produktdaten mit dem ERP und dem BI-System integriert sind. Und daher auch eben dieser API-getriebene Ansatz, dass ich eben diese ganzen Daten, die ich hier drin habe, da das ist natürlich nicht einfach nur ja, losgelöst und dann kommt eben ab und zu mal eben ein Import, sondern das ist wirklich in der Regel entweder, dass dann täglich Abgleich gemacht wird oder wirklich live zum Beispiel das gemacht wird und dass dann natürlich andere Systeme auch noch vor- und nachgelagert sind. Also auch sowas wie bei jedem Klick eines Nutzers fragt das System hinten ein anderes System an, was für ein Käufertyp beispielsweise gerade ist. Genau, richtig, genau sowas, ja. Also zum Beispiel so ein Vorteilskartensystem, wo ich irgendeine Bonuskarte habe im Shop und dann muss ich dann irgendwie Bedingungen abfragen. Die Idee, und das ist aktuell sage ich mal, bei allen CMS-Systemen eigentlich ein Riesenthema, habe ich ja gestern gerade gehört, glaube ich, Exponia wurde jetzt gekauft. Also die ganzen CMS-Hersteller kaufen alle gerade eigentlich wie wild Kundendatenplattformen,
weil ich natürlich das Ganze jetzt, wenn ich eine geile Digital Experience bieten muss, dann muss ich ein zentrales Kundenprofil haben, dann muss ich das alles zusammenführen. Und die meisten CM-Systeme oder die können halt vielleicht noch gewisse Aktivitäten tracken, aber dass das wirklich dann nahtlos mit der Webseite verzahnt ist und mit den Aktivitäten, da tun sie sich schon ziemlich schwer. Deswegen haben wir gesagt, okay, das muss eigentlich Teil sein, auch des Systems, quasi des führenden Systems für die, für den Shop und für die Webseite. Ein weiteres Beispiel zum Beispiel, wenn es um gewisse Produkte geht, wenn ich weiß, ich will zum Beispiel wissen, okay, ich habe Bestellungen, ich habe gewisse Produkte und ich möchte wissen eben, ja, welche Produkte quasi sind relevant für meine Kunden. Da brauche ich ja irgendwie auch das Kundenprofil dazu. Also sobald ich Transaktionen habe, besonders eben bei E-Commerce-Cases von Pinkor, ist es so, dass ich da also wir hatten da, bevor wir das hatten, bis vor 2 Jahren, hatten wir eben Transaktionen, die Bestellungen und hatten die Produktdaten. Und das war aber immer dieser Missing Link quasi, ich muss da eigentlich auch sogar die Kundendaten, also das Kundenverhalten was machen, weil ich will die ja eben gruppieren, ich will die segmentieren und ich will den einzelnen Kunden ja auch komplett personalisiert ansprechen. Also das wurde quasi im Jahr 2013, nachdem es Pinkor 3 Jahre gegeben hat, umgesetzt und zeigt trotzdem eigentlich sehr gut auch immer noch, wie die Pinkor-Plattform genutzt wird und, sage ich mal, auch so ein bisschen ein passendes Kundenprofil und zeigt eigentlich das Leistungsspektrum der Plattform. Also das ist die Firma Bösch, das ist ein Hersteller von Heizungsanlagen und Kühlungsanlagen. Und die sind ein Österreich führender Hersteller, haben um die 16.000 Produkte. Das klingt jetzt nicht viel, aber die Produkte von denen sind extrem komplex. Also da hat ein Produkt über 1.000 verschiedene Merkmale. Und dann haben sie noch die Kunden. Und die Kunden in dem Fall, das sind die Installateure, die Heizungsinstallateure, die dann beim Kunden diese Produkte installieren. Also es ist ein klassischer B2B-Vertrieb und haben um die 150 Millionen Jahresumsatz. Also ein mittelgroßes, eher kleineres Unternehmen. Die haben, haben da angefangen, das war im Jahr 2011, wo sie das erste Mal gesehen haben, okay, Datenprobleme, Daten verstreut, in der ganzen Firma, keine Digitalisierungsstrategie, alles irgendwie langsame Prozesse, hohe Abhängigkeit von den Produktmanagern, die das ganze Wissen hatten, und unvollständige Datenqualitätsprobleme. Dann haben die begonnen, im ersten Schritt ihre Daten zu konsolidieren, also die verschiedenen Systeme miteinander zu integrieren und die ganzen Produktdaten mal zusammenzuführen in Pinkor als PIM-System. Diese 16.000 Produkte mit teilweise über 1.200 Attributen und haben auch begonnen, damit die ganzen Mediendaten zusammenzuführen. Also das sind Bedienungsanleitungen, das sind Datenblätter, sehr verschiedenste so Dokumente für so eine Heizung zum Beispiel oder Heizungsanlage und die alle eben auch zusammenzuführen und mit den Produkten zu verknüpfen. Und dann haben sie auch noch einen ersten Output-Channel gemacht für die Daten und der erste Output-Channel war dann das Pinkor CMS, das eben genutzt wurde für die Corporate-Webseite. Das Ganze hat ihnen dabei geholfen, die IT-Architektur zu simplifizieren, über 80% Zeitbeschleunigung jetzt im Produktdatenanreicherungsprozess und sehr viel bessere Produktdaten und vollständigere Produktdaten. Hier sieht man dann die Dokumente, also die Struktur ihrer Corporate-Webseite, wo sie dann hier haben eben ihre Bösch.at und wo sie hier dann Inhalte eingeben. Das ist alles in mehreren Sprachen, also ich glaube, es sind bei denen nicht so viele Sprachen, aber 5 Sprachen oder so sind es ungefähr. Und dann haben wir hier die Assets, wo sie hier ihre verschiedenen wiederum Produktkategorien drin haben, wo sie hier die hochauflösenden TIFF- und EPS-Files drin haben, die dann direkt von Pinkor eben schon als Vorschau gerendert werden, die dann auch automatisch von Pinkor aufbereitet werden für die verschiedenen Endgeräte und Kanäle. Und dann haben sie hier bei den Objekten ihre Produkte, in dem Fall einen Heizkessel, einen Hackgut-Heizkessel mit den verschiedenen Varianten, mit den Ausprägungen, direkt synchronisiert mit dem ERP-System SAP. Und dann eben vom Marketing verwendet hier für die Anreicherung mit weiteren Marketing-vertriebsrelevanten Daten, wie zum Beispiel eben den Bildern. Sieht man hier eben die verschiedenen Attribute, die da gepflegt werden mit Abmessungen, also relativ viele Daten, weil eben die Produkte hier ein bisschen komplexer sind. Also wir haben sowohl Use Cases natürlich ganz, ganz einfachen Produkten im Bereich Fashion zum Beispiel, aber das ist eben zum Beispiel so ein Beispiel aus ein bisschen komplexeren Bereich. Ja, und dann haben sie begonnen, wirklich das Unternehmen Schritt für Schritt zu digitalisieren, also hauptsächlich den Bereich des Vertriebs zu digitalisieren. Und das Erste, was sie gemacht haben, war mal so ein Portal, ein B2B-Portal für die Bestellungen. Also Bestellungen nicht mehr über Fax und Telefon, sondern Bestellungen über dieses digitale Portal.
Und das haben sie aufgesetzt als sowohl das Intranet als auch Extranet genutzt, also sowohl die eigenen Mitarbeiter als auch die Installateure nutzen das. Ist direkt verbunden zu zwei verschiedenen ERP-Systemen und bietet jetzt eine Ansicht, eine konsolidierte Ansicht auf die ganzen Daten, die sie da, also auf die ganzen Produktdaten, die sie in dem Unternehmen haben. Ist mittlerweile zum Haupt-Sales-Channel geworden. Ist jetzt quasi als die zentrale Datenquelle, wo alle drauf zugreifen, und hat eben geholfen, den Umsatz da gleich mal im ersten Jahr um über 20% zu steigern. Und dieses Portal sieht jetzt so aus, also das ist so ein PIMCore Portal in dem Fall Sinne, in dem Beispiel mit diesen verschiedenen Produkten, mit den Varianten dazu und auch mit der Möglichkeit, das eben direkt hier dann in den Warenkorb zu legen. Da gibt es dann mehrere Warenkörbe, also jeweils einen Warenkorb quasi pro Endkunde und der Installateur kann hier gleich mehrere Warenkörbe anlegen. Hier sieht man dann auch eben die verschiedenen Merkmale wiederum, die man hier dann anzeigen kann. Und wenn dieser Warenkorb dann jeweils fertiggestellt wurde, können die Installateure dann auch direkt das Angebot ausdrucken, also mit dieser PDF-Generierungsfunktion lassen sie sich das Angebot raus und dann gehen sie zu Kunden, holen sich quasi die Bestätigung und können dann wiederum reingehen und das Ganze bestellen. Und da sieht man auch, gibt es noch diverse andere Tools natürlich, also das ist einfach nur ein Beispiel von diesem Portal mit Benutzerverwaltung, mit Rückholaufträgen und so weiter und so fort. Ja, und dann im nächsten Schritt haben Sie einen Produktkonfigurator gemacht, wo Sie gesagt haben, okay, Heizungen sind jetzt nicht nur einfach nur so ein Heizkessel, sondern ich brauche eigentlich ein Heizungssystem. Also ich brauche eine so eine Anlage, ich brauche dann diesen Boiler, diesen Warmwasserboiler, dann brauche ich auch noch die Heizung. Das heißt, das ist immer eigentlich in den meisten Fällen ein System, das da verkauft wird. Und um so ein System zusammenzustellen, braucht man relativ viel Wissen. Also viele Installateure wissen auch nicht wirklich, wie diese Systeme miteinander optimal harmonieren und welche da zusammenpassen. Das heißt, die hatten da die Situation, dass sie sehr viel Beratung gebraucht haben und dass ihre Produktmanager da oft dann eben per Telefon Auskunft geben mussten und da sehr viel Zeit draufgegangen ist. Und mit diesem Produktkonfigurator haben sie das ganze Wissen digitalisiert, haben das in einen Produktkonfigurator abgebildet und sparen sich jetzt sehr viel Zeit. Und für die Installateure ist es natürlich auch ein Riesenvorteil, weil die müssen da nicht mehr anrufen, sondern können sich diese Systeme jetzt direkt hier konfigurieren. Und finden dann auch immer die passenden Produkte und es wird auch von diesem Konfigurator dann direkt schon angezeigt, welche Dienstleistungen noch notwendig sind und die können dann das Angebot sehr schnell mit diesem Konfigurator auch dann berechnen. Ja, das hat dazu geführt, dass eben erstmals auch Systeme und dann verkauft werden konnten und hat ihnen dabei geholfen, das über 30% zu steigern in der Jahr nach dem Einführung. Das heißt schon 2016, also schon 3 Jahre quasi nach dem initialen PIM-Projekt. Das war quasi im dritten Jahr, wo sie das dann aufgesetzt haben. Und hier sieht man diesen Systemfinder, wo man dann mal Vorauswahl treffen kann. Also kann da mal filtern nach gewissen Energieträgern und verschiedenen Leistungskategorien. Und wenn ich dann kriege ich mal verschiedene Systeme vorgeschlagen. Und diese Systeme ja, sehe ich dann hier und sehe auch hier quasi eine direkt berechnete Abbildung vom PIMCore. Und kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte gewisse Teile des Systems tauschen. Also hier sieht man in Rot eben oben das Warmwasser, in Blau das Kaltwasser und die verschiedenen Komponenten, diese 4 Komponenten. Und ich könnte zum Beispiel jetzt eine stärkere Solaranlage installieren. Und wenn ich diese stärkere Solaranlage auswähle, dann wird automatisch im Hintergrund alles mal berechnet und das System quasi wieder so konfiguriert, dass alle Zubehörteile, alle Dienstleistungen, alles, was ich quasi benötige, was wir vorher gesehen haben, wiederum in sich stimmig ist und ja, so quasi verkauft werden kann. Und im letzten Schritt haben sie dann den Katalog, also das Publishing automatisiert. Da haben sie auch PIMCore im Einsatz. Davor haben sie gerade in InDesign diesen 860-Seiten-Katalog, so ein richtig dicker Wälzer, der von diesen Vertriebspersonen verwendet wird, um die Endkunden zu beraten. Und das haben sie in InDesign gemacht alles. Da hat wirklich eine Person, hat zweimal im Jahr so einen Katalog gemacht und hat eigentlich dann nichts anderes gemacht. Und das haben sie eben alles ja, mit hin und her kopieren und irgendwie halt zusammengebracht, war aber sehr ineffizient. Und jetzt machen sie das ganze Publishing, also diese Produktion dieser Kataloge mit Single Source Publishing, also basierend auf den Daten aus PIMCore PIM und DAM, generieren sie diesen Katalog und stellen den auch direkt schon in PIMCore zusammen und haben den riesen Vorteil, dass sie das Ganze auch personalisieren können, also dass sie auch jedem Händler, nachdem sie wissen, welcher Händler jetzt welches Sortiment hat, und welcher Händler auch welche persönlichen Preise hat, können Sie direkt jedem Händler schon einen personalisierten Katalog zur Verfügung stellen.
und dem quasi zukommen lassen. Und das Ganze aber in sehr viel weniger Zeit, also der ganze Katalog dauert jetzt in der Produktion gerade mal 15 Tage und das ist 92% weniger Zeit, also ein Riesenvorteil jetzt, das so zu machen. Sehen wir hier diese ja, Plattform, wo Sie hier ins Layout quasi einen Produktteaser einfügen, das Produkt quasi bestücken, so stellen Sie sich die Kataloge zusammen mit diesen verschiedenen Komponenten und dann ja, generieren Sie sich eben hier dieses PDF-File und das kommt dann schon raus, eben mit Druckmarken, also fix fertig, wirklich, wie es dann auch an den Drucker gehen kann oder an die Druckerei gehen kann und wird hier dann direkt generiert. Das machen Sie immer noch so, also die sind da sehr zufrieden damit. Und gibt es natürlich mittlerweile schon ein paar weitere neue Tools, aber das ist quasi so der Stand 2016. Und das ist mal ein ganz kurzes Beispiel, finde ich, für den Use Case.